Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Plastic, der Sendung rund um Actionfiguren, Action-Toys, alles, was das Sammlerherz begehrt. Ihr wisst Bescheid. Ja, die letzte Folge, die drehte sich um Jurassic World, Jurassic Park. Da waren einige schöne Sachen dabei. Ich habe auch kurz einen Unterschied zwischen Hasbro und Mattel erklärt, welche ja beide im Moment mit entsprechenden Figuren auf dem Markt sind. Und jetzt legen wir gleich nach mit Teil 2. Nochmal dasselbe Thema, Jurassic World, Jurassic Park. Es sind da ein paar Sachen noch hereingekommen, die ich euch nicht vorenthalten will. Der Teil wird etwas kürzer als der vorhergehende. Trotzdem wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben. Wir haben hier, in der letzten Sendung habe ich schon kurz besprochen, der T-Rex in seinen verschiedenen Ausführungen. Wir haben hier nochmal einen T-Rex, aber nicht irgendeinen, sondern wir haben das Action-Pack mit der legendären Szene aus Steven Spielbergs Klassiker Jurassic Park von 1992. Der erste Auftritt vom T-Rex, wo er quasi die Autokolonne des Parks angreift. Das ist eine Szene, wer den Film kennt und wer den Film liebt. Das ist ein bisschen das Herzstück, eines der Herzstücke des Films. Und das wurde jetzt hier schön in einem Action-Set-Pack wiedergegeben. Wie gesagt, der Hersteller ist, wie schon in der letzten Sendung, Mattel. Es gibt ja eben auch Hasbro-Figuren, die sich aber im Moment eher nur auf Dinosaurier konzentrieren. Mattel geht da ein bisschen andere Wege, bringt Fahrzeuge heraus, bringt Figuren heraus, finde ich sehr schön. Und das ist jetzt ein tolles Action-Pack, das wir hier haben. Wir haben den T-Rex, ist derselbe T-Rex, den ich euch in der letzten Sendung schon vorgestellt habe, den es auch in verschiedenen Bemalungen gibt. Ich bin froh, dass sie hier die Originalbemalung des Films beibehalten haben. Dann haben wir hier, super, dieser Wagen, der zum Jurassic Park Tross gehört, plus eine kleine Figur vom kleinen Knaben, dessen Name ich jetzt tatsächlich für die Sendung wieder vergessen habe. Ich habe mir es extra noch notiert. Ich weiß ihn nicht mehr. Ihr wisst alle, wen ich meine. Der dann im Auto ist und vom T-Rex überrascht wird. Ich halte das hier nochmal so in die Kamera. Das hat mich sehr angesprochen, muss ich sagen. Das ist wirklich, wirklich sehr schön gemacht. Es ist ein Spielzeug, es ist ein Action-Toys, es ist für Kinder. Es ist nicht in erster Linie ein Sammlerobjekt, wobei ich überzeugt bin, dass die erwachsenen Fans des Films, zu denen ich auch gehöre, sich das Ding sicher auch zutun werden. Es ist sehr preiswert, also es ist zu haben für 50 Franken bzw. 54 Franken hier in der Schweiz aktuell und bringt viel Spaß. Wir haben einen schönen Karton, wir haben eine Rückseite, wo das Ganze ein bisschen dargestellt wird, was ist da alles zu sehen und zu spielen gibt und finde das wirklich äußerst gelungen. Ich habe es in der letzten Sendung schon erwähnt. Klar, es ist Jurassic Park. Man hat sich jetzt aber offenbar bei Mattel auf einen gemeinsamen Brand geeinigt. Das heißt, alles, was herauskommt, kommt unter dem aktuellen Brand Jurassic World heraus, weil halt die neuen Filme auch Jurassic World heißen. Innerhalb dieser Serie gibt es aber die sogenannte Legacy Collection und in dieser Legacy Collection werden Motive und Tiere und eben Fahrzeuge und Szenerien herausgegeben, die vom ursprünglichen Jurassic Park Film sind, vielleicht auch vom Teil 2, aber vor allem auch eben vom ursprünglichen Jurassic Park Film. Insofern der Film Jurassic Park unter dem Label Jurassic World. Macht ja auch Sinn, weil viele halt eben die aktuellen Filme kennen. Ist ein bisschen verwirrend für manche, weil wir mögen uns erinnern, der Teil 2 von Spielbergs Meisterwerk Jurassic Park heißt ja auch Lost Worlds und da kann es schon mal zu Verwechslungen kommen. Also, schönes Action Pack, 54 Franken, toller Spielspaß. Wir haben hier noch den Aptosaurus, das ist jetzt richtig. Einen weiteren großen Brontosaurier, den anderen habe ich euch kurz in der letzten Sendung ja auch gezeigt. So, wir packen das Ding doch mal aus, denn wir möchten ja sehen, wie mit dem Ganzen spielen wollen. So. Ich weiß, so akribisch packt das jetzt nicht jeder aus. Das ist halt der Sammler, der den Karton nicht einfach zerreißen kann, sondern mit der größtmöglichen Vorsicht hier hantiert. So.
stellen wir das hier mal hin. Das sollte dumm sein. Aber egal, Cosi. So, ja, das sieht alles doch sehr, sehr schön vernünftig aus. Wunderbar, da freue ich mich drauf. Schnipseln wir das doch mal durch hier. So. Spannung. Was haben wir noch? Unten. Ja, unten ist ganz viel. So. Wieder. So. Ach. Okay, nicht normalerweise ist der Uhrzeigersinn anziehen, gegen den Uhrzeigersinn ist was lösen. Hier ist genau umgekehrt, also ihr müsst das Ganze gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann könnt ihr diese Pfropfen rausnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier für diese hier auch gilt. Ja, genau, gegen den Uhrzeigersinn weiter. So. Dann habt ihr das schön gelöst. Und dann habt ihr hier nochmal kleine Gummi. So, und jetzt sollte alles paletti sein. Ich mache gleich noch das Plastik weg mit dem Jungen. Das ist klar, wenn ihr den Jungen wegnehmen wollt, das ist ein eingeschweißtes Plastik, das auf dem Karton haftet. Einfach für die Sammler aufgepasst. Das kann man nicht wegnehmen ohne die... Ah doch! Ich wollte gerade sagen, das kann man nicht wegnehmen, ohne den Hintergrund des Kartons zu beschädigen. Aber das ist, weiß ich jetzt nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich, das ist so schwach geleimt, dass es ziemlich zügig abgekommen ist, ohne Schäden. Dann kann man das Ganze hier auch noch schön als Diorama benutzen. Also, da haben wir jetzt den Jungen, dessen Name mir immer noch nicht in den Sinn gekommen ist. Wir haben hier, ihr wisst, auch das noch. Der Fan, der kann sich noch erinnern, das Fernglas, das man ihm gibt, eine der neuen Erfindungen damals im Film. So, das Fernglas, das Nachtsichtgerät, glaube ich, ist es. So, jetzt haben wir hier den Wagen. Läuft alles. Sieht super aus, wirklich, muss ich sagen. Kann man gar nicht sagen. Türen gehen alle auf, sind alle funktionstüchtig. Hinten weiß ich jetzt nicht. Ist das hinten? Muss ja auch nicht. Ne, hinten. Ne. Hinten geht es nicht, aber wir haben hier als Gimmick das Dach, das der Dino ja im Film eindrückt, wo der Junge auf dem Rücksitz sieht, so dass man dieses Action-Feature dann super nachspielen kann. Und der Dino selber, wie gesagt, im Maßstab genau dafür gemacht, dass er zum Film passt. Das ist in etwa der größte Vergleich, der tatsächlich hinkommt. Es gibt, habe ich in der letzten Sendung auch schon gesagt, T-Rex, die sind größer. Also jetzt nicht die waren größer, sondern die sind größer von Mattel. Es gibt so Mammut-T-Rex noch. So, dann haben wir hier noch das Stück des Schwanzes. Wo ich jetzt schauen muss, wie der reinkommt. Kommt der so rein oder kommt der so rein? Der kommt wohl. Der dürfte wohl so reinkommen. So. Das kommt doch hin. Dann haben wir hier wahrscheinlich, also die Arme sind beweglich, das ist klar.
Die Beine sind auch beweglich. Und wir haben dann hier diesen Knopf, diesen Mechanismus, um das Gebrüll so richtig nachzumachen. Eigentlich sehr schön gemacht. Wenn man sieht, wie groß diese Spannbreite jetzt des Mundes wird, ist großartig. Und wie gesagt, auch die Beine, die kann man bewegen. So. Und er hat auch wirklich diese Haltung. Vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern, wie als er dem Wagen nachläuft, er hat wirklich diese Körperhaltung. Also es ist gut getroffen. So, und jetzt haben wir hier dieses Action Feature. Dann kann er hier die Scheibe eindrücken und der Spielspaß ist perfekt. Schöne Sache. Wollte ich euch nicht vorenthalten als kurzes Update. Wer Fan vom Film ist, jetzt geht das Telefon. Wer Fan vom Film ist, der wird sich das sicher zutun. So, wer Fan vom Film ist, der wird sich das sicher zutun. Spielspaß, Spannung ist garantiert. Vielleicht auch mal wieder Lust, das Original zu schauen. Ist er sicher auch nicht schlecht. Ist wirklich gut gealtert, kann ich nur sagen. Ja, das wäre es gewesen. Kurzes Update, Jurassic Park, Jurassic World. Hat mich gefreut. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Holy Plastic, die Sendung rund um Actionfiguren, Action Toys, alles, was das Sammlerherz begehrt. Bis dahin und ich sage tschüss. Hallo und herzlich willkommen hier bei Holy Plastic zu einer neuen Ausgabe von Holy Plastic. Genau, bei Nerd TV. So war's. Wenn musst du los? Ja, hallo. Gott, ich weiß nicht. Ja, hallo und herzlich. Ich muss tun, Dummy nochmal. Denn ich euch letzthin schon mal den Tyrannosaurus. Ja, aber jetzt bin ich schon dran am neuen Jahr. Das ist... Der erste Auftritt vom T-Rex. ihr wisst, ich hab's im ersten... Kann ich's Gott verdammt nochmal oder kann ich's nicht? Himmel, Arsch, aber so viel verschnurren ist doch einfach nicht normal. Herrgott nochmal! Ich habe keinen Kaffee mehr drin. So manchmal probiert. Himmel ist das.